Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Wir machen genau dort weiter, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Und versuchen... Hey, verpiss dich, ihr Jason hier! Und versuchen... Hank ins Badezimmer zu bringen. Ja, schöne kalte Dusche, damit er aufwacht hier, Mensch. Alles klar, Sumo, alles ist gut. Auch die Stimme ist so nice. Ich glaube, ich muss kotzen. Freunde. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr natürlich wieder mit am Start seid. Vielen Dank für das Feedback, das Kommentieren, Liken, Teilen. Lass es doch sein. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Aufdrehen. Oh, schöner Tischkoffer auf jeden Fall. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen und ich kann meine Mission fortsetzen. Deine verdammte Mission. Alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Jetzt aber bin ich der Butler? Ich hole sie. Ach ja. Und Freunde, wie immer, könnt ihr mir immer noch auf Instagram und Twitter folgen, Freunde. Das wäre super nice, oder? Wenn ihr es nicht schon getan habt. So. Was möchten Sie anziehen? Ist egal. Möglichst scheiße. Alter, dann eigentlich schönes Schlafzimmer, schön groß, passend. So Einbauschränke ist auch so Ami-Style, ist ganz nice eigentlich, oder? Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Erfahre mehr über Hank. Das heißt, hier einfach richtig eklig die Sachen untersuchen. Hallo, zur Seite bitte. Genau, zur Seite. Anrüchige Liebe. Ach komm, weg damit. Gibt es hier irgendwas zum Entdecken im Schlafzimmer? Okay. Hallo Sumo, wo bist du? Ist aber echt ein Riesenbrummer. Autumn Blues. Hank liebt Jazz.
Hank liebt Jazz, ja. Was ist denn das für ein geiler Pokal da, ja. Die Bude, ja, ist doch in Ordnung, ey. Okay, Alter, Burger, Pizza, Nudeln. Ja. Das war so klar. Das war so klar, einfach nur. Und weil bestimmt ein Android irgendeinen Fehler aus seiner Sicht gemacht hat, weil er nur seinem Protokoll gefolgt ist oder sowas, wie ich es gesagt habe. Also entweder das, dass es irgendein Familienmitglied oder seine komplette Familie oder wenn. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Hund. Der Hund ist leider sehr schlecht gemacht, finde ich persönlich. Schade. Zum Eden Club aufbrechen. Woo! Yippie, yippie, yay! Ich kann ihn nämlich leider nicht Sex Club nennen, weil das reicht schon, damit das Video nicht mehr werbefreundlich ist. Und ich brauchte auch Money, um in Sex. Ich meine, ich brauchte auch Money, um Wurst auf mein Brot legen zu können. Oh, jetzt kommt die Einbruchsphase. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Boah, geil, Alter. Nice. Aber einfache Lösung, und jetzt aufgepasst, lasst euch einfach nicht schnappen. Mein Tipp an euch. Sie dürfen uns nicht sehen. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Ach, die reden miteinander über die Verbindung. Das ist natürlich nice, wa? Natürlich ein guter Vorteil. Boah, das ist eine coole Mission hier optisch. Atmosphärisch. Cyberlife. Da ist unser Ziel, Freunde. Das Lager ist davon. Wir sind fast da.
Cyberlife-Lager äußern. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Okay, Bruder und Marcus, wie wollen wir das denn machen jetzt? Achso. Wollte gerade sagen, ich wollte es die ganze Zeit schon sagen. Bisher mussten wir nicht unseren Weg planen. Container. Das wäre schon mal zu hoch. Okay. Dann wollen wir da mal lang. So. Dann hier hoch. Aha. Let's go! Zieh's durch, Marcus! Bist du okay? Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Krass, wir sind eigentlich der einzige Abweichler, oder? Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Aber nehmt warum... so viel ihr könnt. Oder warte mal, eigentlich sind sie doch auch Abweichler, aber warum haben die alle noch ihren Chip drin, weißt du? Das fiel mir gerade mal so auf. Die haben ja alle noch ihren Chip drin. Oh Gott, ja, alles klar, ich muss nochmal einmal rum. Komm schon, Marcus. Betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Tja! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Warten wir kurz, warten wir. Oh, Alter, das ist spannend. Die sticht ihn ab, oder was? Erst die Drohne, dann das. Okay. Echt super. Steck den Rest ein oder nichts wie weg. Das ging nur mal gut. Warte nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Komm, grab dir alles und dann weg hier. Haben sie da noch Einzelteile oder sowas? Das eine gute Entscheidung war. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen.
Mitnehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Ja, was kann die sich mal entscheiden jetzt? Erst befreien wir sie, dann findet die das geil. Dann sagen wir, ey, kommt auch mit uns, das findet sie scheiße. Was ist los mit der, Alter? Das haben sie wohl nicht programmiert, wa? Naja, gut, komm, gehen wir nicht drauf ein, dass Frauen sich nicht entscheiden können, was sie wollen und was nicht. Aber bei ihr ist es anscheinend der Fall. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Okay. Das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch auf Zone 4? Bedrohen, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Nee. Nicht, dass da irgendwie so ein Schuss losgeht. Die machen auch nur ihren Job. Heißt ja nicht, dass jeder jetzt hier ein mieser Androidenhasser ist, oder? Das schon eher. Das können wir machen. Aber wie? Ganz ruhig jetzt hier. Dann machen wir mal einen Stromausfall. Aber die Frage ist, warte mal, wenn wir einen Stromausfall machen, da fallen aber nicht die Autos aus, oder? Nee, ich hoffe nicht. Nee, so kommen wir gar nicht an den Strom. Nee. Kommen wir denn an den Stromkasten? Scheiße, was war das? Das war ein Fässer. Hau ab, Marcus. Okay, schnell weg hier. Hast du ihn? Cool. Schnell, rein hier! Gut, Freunde, hauen wir ab! Geil, Mann! Ich hoffe, wir kommen hier durch. Das wäre so nice. Ganzer Truck voller Teile. Fahr ich selbst nicht, fahr wie auf Schienen, okay.
Jawoll. Geil, Freunde. Geil, geil, geil. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. So sieht's aus. Ohne mich wäre hier gar nichts los. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Die ganzen neuen Androiden hinter uns. Ja, geil, mach mal eine richtige Ansage hier. Nice, nice. Geil, ey. Gut. Oh, was ist denn hier unten? Ja, wahrscheinlich, wenn wir einfach gegangen wären. Wachen meiden. Wachen auflauen. So. Ja, geile Mission, hat echt Bock gemacht. Und es war echt die richtige Entscheidung, einfach ruhig zu bleiben in dem Moment, wo die gekommen sind. Wo er nach seinem Androiden geguckt hat. Nur folgen. Achso, man kann ja einfach auch nicht folgen. Marcus unverletzt. Androiden packen und verstecken. 85%, okay. John wird zum Abweichler? Well? Achso, John, ja, stimmt, der neue Android. Position halten. Okay. Okay, eine Sache hätte noch das bewirkt, dass die Wache wieder geht, und eine Sache hätte natürlich, dass die Wache da ist. Und dann hätte man sie wahrscheinlich abstechen müssen oder so. Androiden befreien, zurücklassen. John möchte dabei sein. Annehmen, 80%. John erwähnt Schlüssel. Natürlich, guck mal, 73%, da muss man einfach Draufgänger sein, oder? So sieht es nämlich aus, Freunde. Wachen auflauern. 15% nur gemacht. Wachen, krass. Na gut, okay, Freunde. Wir beenden das Ganze an dieser Stelle. War auf jeden Fall eine spannende Mission, fand ich zumindest. Wie fandet ihr die Mission? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Vergesst auch nicht zu bewerten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.